Mahlzeit und willkommen bei diesem Video von Bauchi auf Sendung. Ja, ich weiß, der Bart ist ab. Wer sich erinnern kann, weiß, warum der überhaupt dran war. Zur Erinnerung, am 24.11.2020, glaube ich, bin ich in Rasierstreik getreten. Und habe gesagt, ich rasiere mich nicht mehr, bis dieser Schwachsinn beendet ist. Und irgendwann, so vor einer Woche oder so, ging mir dann durch den Kopf, dass dieser Schwachsinn nur deswegen überhaupt stattfindet, weil wir alle den akzeptieren und wahrnehmen. Weil wir ihn akzeptieren. Und mir dann klar wurde, dass der Schwachsinn erst dann beendet ist, wenn wir den Schwachsinn beenden. Und für mich habe ich das dann genau auch an dem Tag getan und habe mich getraut, mich ein bisschen aus meinem Gesichtspullover herauszukriechen. So. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier auf die Kamera angedrückt habe, da auf Aufnahme. Ne, ihr wisst schon Bescheid. Der Grund dafür war, dass ich habe tatsächlich auch mitbekommen, dass jetzt in der Ukraine Bomben fallen und habe kurz mal reingeschaut, was denn da so erzählt wird. Und natürlich kam gerade eben dann auch die Frage bei mir im Messenger, was wir denn jetzt tun sollen. Was ihr tun sollt, ist wie immer eure Sache. Was ich tue und jedem empfehle, der auch keinen Krieg erleben möchte, das nicht zu akzeptieren. Zum einen gerade mal keine Angst vor diesem Säbelrasseln zu bekommen, weil oftmals ist die Angst vor dem Krieg ausreichend. Es muss gar nicht da zum Krieg kommen, tatsächlich, damit die Leute bescheuert werden und Angst bekommen. So, ne, jetzt haben wir die letzten 2 Jahre, haben wir mit den groben Ängsten vor Corona, vor Diktatur und vor Armut zu tun gehabt oder Existenzverlust. Und jetzt kommt, weil das irgendwie nicht mehr zieht, halt eben ein Krieg dazu. Ne, wir haben lange überlegt, was wohl das nächste sein wird. Ein Weltkrieg oder eine Alien-Invasion. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Weltkrieg, der vor der Tür steht. Es ist jetzt nicht so überraschend, dass das so kommt. Mir gehen da so ein paar Sachen durch den Kopf zu. Nämlich habe ich gelesen oder geguckt im Internet, dass diese Ukraine-Situation jetzt quasi da ist, weil fragt mich jetzt bitte nicht nach Namen. Ja, ich kenne mich sowas von gar nicht aus da. Also noch viel weniger als die Leute, die meinen, sie wüssten alles, weil sie eine Landkarte gesehen haben. Ich war halt nicht da und ich bin vor allen Dingen gerade nicht da, ne? So. Aber ich habe halt mitbekommen, dass die Situation gerade so ist, weil sich irgendwie 2 Landstriche und deren Bevölkerung von der Ukraine abgespalten haben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und quasi ihre eigenen souveränen Staaten ausgerufen haben, die der Putin, und jetzt kommt das Stichwort dieses Videos, anerkennt. Das ist quasi so, als würde der Freistaat Bayern sagen, wir wollen nicht mehr zur Bundesrepublik Deutschland dazugehören, weil wir das jetzt so haben wie Österreich, unser eigener Staat sein. Und die alliierten Besatzungsmächte akzeptieren das. Da kann Deutschland, der Rest Deutschland, dann eigentlich nicht viel dagegen machen. Die werden es dann früher oder später auch akzeptieren müssen, weil wenn Deutschland dann in Bayern einfallen würde, so wie Russland jetzt in der Ukraine einfällt, um halt eben dafür zu sichern, dass diese Souveränität gesichert werden kann, dann ist das quasi so, als würden dann halt eben die alliierten Kräfte dann
Bayern zur Seite stehen und den Deutschen auf die Finger hauen, wenn die da irgendwelche Aktionen gegen unternehmen würden. So, das ist, wie ich es mitbekommen habe. Seid euch bitte sicher, dass so, wie ihr es mitbekommen habt, auch nur so ist, wie ihr es mitbekommen habt. Ja, also hübsch nett bleiben beim Korrigieren. Der Punkt ist die Anerkennung. Ich würde zwei Dinge empfehlen. Zum einen den Krieg nicht anzuerkennen. Komme ich jetzt zu, wie man das in der Umsetzung macht. Der zweite Punkt ist, Länder nicht mehr anzuerkennen. Die Regierungen dieser Länder nicht mehr anzuerkennen. Für mich ist die deutsche Bundesregierung das, was der Vatikanstaat ist oder irgendeine andere Glaubensgemeinschaft, die einen Führer hat, oder meinetwegen eine militärisch basierte Gemeinschaft, die einen Führer hat, oder was weiß ich, was es ist nicht mein Club. Darauf will ich hinaus. Die deutsche Bundesregierung ist nicht meine Bundesregierung. Ich habe gar keine Bundesregierung, ich kann prima ohne leben. Das zum zweiten Punkt. Einfach mal darüber nachdenken, ob diese Länderstrukturen, diese Nationalstrukturen, wie wir die haben, tatsächlich in unserem Interesse ist oder ob es eventuell doch eher unserer Kontrolle dient. Einfach mal ein kleines bisschen drüber nachdenken. Aus reiner Menschenfreundlichkeit gibt es diese Dinge nicht. Was es sehr wohl gibt, ist wegen dieser Dinge Krieg. Wie wir jetzt mal wieder sehen können. Und nur deswegen. Und Krieg ist ein mieses Geschäft. Und wenn wir den jetzt mitmachen und darin sterben gehen und unsere Brüder erschießen, dann pushen wir dieses Geschäft. Wir könnten den Leuten, die ein Geschäft damit machen, einfach die Nummer versauen, indem wir den Krieg nicht mitmachen. Und damit kommen wir zum Punkt 1 zurück. Wie macht man das? Indem man am besten sich gar nicht parteiisch darüber äußert. Das habe ich gerade auch nicht tun wollen. Also was der Putin da macht, ist mir scheißegal. Der Putin ist mir scheißegal. Der ist mir genauso scheißegal wie ein Biden oder eine Merkel oder wer auch immer jetzt dann Bundeskanzler ist. Interessiert mich nicht. Ist mir so egal, weil ich das nicht brauche, was nicht meins ist. Hier, an diesem Ort, an diesem Platz, haben wir schon beraten, was wir tun, wenn jetzt wirklich tatsächlich es dazu kommt, dass in Deutschland gekämpft wird. Oder in Europa, das reicht ja schon. Wir werden rund ums Grundstück weiße Flaggen aufhängen. Und jeder, der an diesem Krieg nicht teilnehmen möchte, ist eingeladen, ein weißes Tuch zu... Ich ergebe mich. Ich spiele diesen spielt euren Scheißkrieg selber, aber lasst mich bitte in Ruhe damit. Das ist ein Wunsch, den ich durchaus äußern darf. Ich gehe euch auch nicht mit Waffengewalt auf den Sack. Und wenn ihr das zulasst, dass deutsche Soldaten in andere Länder gehen und die Soldaten anderer Länder in Deutschland einfallen, dann seid ihr das selber schuld. Dann ist eure Obrigkeitshörigkeit euch leider zum absoluten Verhängnis geworden. Dann seht ihr, wohin euch diese Nationen bringen. Eventuell müsst ihr das sehen. Das ist auch ein Standpunkt, den ich schon jetzt mitbekommen habe, den ich durchaus vertreten kann. Ja, hey, warum nicht ein Krieg? Ne? Warum nicht? Ja, wer ist eigentlich mal Zeit? Ist eigentlich mal Zeit, dass die meisten Leute mal so dermaßen ein rechts und links um die Ohren bekommen, dass sie mal anfangen, wieder zu denken. Es scheint an der Zeit dafür zu sein. So wie es läuft, kann es jedenfalls schon lange nicht mehr weitergehen. Und das sehen sehr viele Menschen schon sehr lange. Es gibt sehr viele Menschen, die das jetzt gerade überhaupt gar nicht überrascht, dass das alles kommt. Und die da irgendwie auch drüber lachen, weil sie es nicht ernst nehmen können. Ja, richtig, genau, ich gehöre zu denen.
Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Das ist so eine Farce. Es ist so ein Schwachsinn. Und den muss man einfach nicht mitmachen. Das ist das Geile daran. Zieht euch ein weißes Taschentuch aus der Tasche und sagt, hier, ne, macht das ohne, wir sind nicht dabei. Spielt ihr eure scheiß Kriegsspiele alleine. Kam noch eine Frage. Ja, was soll man dann jetzt gegen den Putin machen? Ja, was man. Da kam dann die Antwort darauf, man muss den Russen enden. Wie war das? Ah. Man muss den Russen endlich mal den Gar ausmachen. Stand da als Kommentar drin, wo ich mir gedacht habe, Alter, denkst du mal mit? Zum einen, wie willst du, Pimmel, bitte den Russen den Gar ausmachen? Mit der deutschen Bundeswehr? Echt jetzt? Gute Idee, hau mal rein. Schiff mal rüber, was du rüber kriegst. Und geh mal den Russen den Gar ausmachen. Ich hätte eine alternative Idee. Wie wäre es den Russen, vor allen Dingen den russischen Menschen und nicht der russischen Nation, sondern unseren Geschwistern, unserer russischen, auch mit Teil russischen, also den russischen Teil der Menschheitsfamilie, einfach wieder als Brüder empfangen, in den Armen liegen, Haufen Wodka saufen und diesen Müllhaufen, den wir Heimatplaneten nennen, mal endlich wieder in was Vernünftiges umzuwandeln. Mit den Russen zusammen. Dann kriegen wir das nämlich super geil hin. Statt wenn wir uns mit denen in die Fresse hauen, kriegen wir auch super geil hin. Aber das Endergebnis sieht einfach scheiße aus. Wer will denn darin leben? Wollt ihr darin leben? Ich will da nicht drin leben. Gibt nur diese zwei Optionen. Oder sich einfach gänzlich zu ignorieren, wie wir das im Kalten Krieg schon hatten. Wenn euch sowas gefällt, okay, Hauptsache ihr haut euch nicht die Fresse rein. Und lasst euch gegenseitig in Ruhe. Keiner muss mit den Russen befreundet sein. Aber es muss auch keiner mit denen befeindet sein. Es muss überhaupt mit niemandem irgendjemand befeindet sein. Genauso wie man nicht mit allen befreundet sein muss. Aber wir können doch endlich mal aufhören, uns die gegenseitige Leben zur Hölle zu machen, oder? Und dazu wäre es auch sehr dienlich, einfach mal den Fernseher abzuschalten. Und diesen ganzen Quatsch mal aus dem Kopf rauszuhalten. Macht das mal eine Woche. Da werdet ihr sehen, wie viel ruhiger ihr werdet. Macht es einen Monat. Und ihr wisst gar nicht mehr, wieso ihr früher überhaupt Fernsehen geguckt habt. Und seht, dass ihr trotzdem noch leben könnt und die für euch wichtigen Informationen auch jederzeit bekommt. So, denkt drüber nach. Tschüss mit F. Macht's gut. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Gibt's ab nächste Woche auf dem Handel. Mache ich noch ein Video zu. Bis dann. Ciao.